Willkommen zu unserem heutigen Komotec Videoblog. Ich möchte euch heute unsere neuen Kolben für den Lotus Exige V6 Motor vorstellen und zeige euch ein paar technische Details dazu. Thema Kolben beim Lotus Exige V6 Motor oder auch Toyota 2 GR. Ich habe mal ein paar Kolben aufgebaut. Es ist immer wieder ein Problem, dass die Serienkolben nur bis zu einer gewissen Leistung halten. 400, 450 PS sind fein. Also ab 490 bis 500 PS wird es langsam riskant. Ich habe das mal gezeigt. Serienkolben, unspektakuläres Bauteil, technisch nicht schlecht, aber natürlich ganz wichtig ausgelegt auf Emissionsschutz und wenig auf Leistung. Wenn man den ein bisschen benutzt und ein bisschen zu viel benutzt, geht das relativ schnell, dass Stücke zwischen den Kolbenringen rausbrechen. Das ist eigentlich in 90% der Fällen der Schaden, der passiert. Kolben bricht aus. Wenn man das nicht merkt und weiterfährt, endet es halt so. Mit dem netten Guckloch hat man leider wenig Funktion. Deswegen haben wir angefangen, von der grauen Zeit einen Schmiedekolben dafür zu entwickeln. Aber direkt mit einem etwas auch geänderten Ansatz, weil man sieht hier zum Beispiel einen Schmiedekolben von einem Mitbewerber. Der hat zwar das höherwertige Material eines Schmiedekolbens verwendet, aber dummerweise das Design 1:1 übernommen. Somit hat er zwar besseres Material, aber das Problem nicht ausgelöst, weil er im Endeffekt den Fehler im Design mit übernommen hat. Man sieht, auch der hat es leider nicht überlebt. Ein anderes Schadensbild, es brechen keine Teile raus, aber es führt trotzdem zu einer Überhitzung und einer Beschädigung. Daraufhin haben wir vor ein paar Jahren angefangen, ein eigenes Kolbendesign zu machen, was eigentlich jetzt keine Raketentechnik ist im Vergleich zu den anderen, aber die ganz wichtigen bauartbedingten Mängel des Originalkolbens aufnimmt und diese verbessert. Würde ich ganz kurz auch im Detail drauf eingehen. Das größte Problem bei den Kolben ist immer der Abstand zwischen der Oberkante und zum ersten Kolbenring, weil da entsteht die höchste Hitze sowie die Position von der Tasche, Ventiltasche zum Ring. Das ist hier sehr eng. Das sieht man sehr schön bei unserem modifizierten Kolben. Wenn man sie übereinander legt, ist dieser Bereich deutlich breiter geworden. Und um es jetzt nicht zu sehr ins Detail zu gehen, ist das einer der elementaren Unterschiede, warum unser Schmiedekolben auch Leistung im Bereich 560, 580 PS hält, vielleicht auch mehr, wir haben es noch nicht probiert, und der Originalkolben halt bei 480 schon ausfällt.